Das ist das Finale im Superleichtgewicht der Klasse bis 48 Kilogramm. Und Sie sehen den ganz, ganz großen Star aus Japan im Judo. Das ist Ryoko Tani, sechsfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin des Jahres 2000 in Sydney 96. Da wurde sie nur Zweite, da unterlag sie überraschend im Finale der jungen Kie aus Nordkorea. Das war eine Riesensensation. Sie will hier ihre Karriere beenden mit einem Finalsieg gegen Jocine aus Frankreich, die im Halbfinale gegen Julia Matthias aus Osnabrück gewonnen hat, die Bronzemedaille gewonnen hat. Also die Japanerin, die mit einem Koka für ein Ochigari, eine große Innensichel, in Führung gegangen ist. Im blauen Judogi in Weiß, das ist Frédéric Jocine aus Frankreich, Europameisterin. Und hier muss sie ein Vasari. Oder war es ein Yuko? Der Hauptkampfrichter zeigte Yuko eine Mittlerwertung. Der Außenkampfrichter wollte korrigieren auf Vasari. Das muss die Französin hinnehmen. Es bleibt bei einer Yuko-Wertung, also eine mittlere und eine kleine Wertung für die Japanerin, die einen furiosen Auftakt hier hinlegt, in dieser ersten Minute schon eine satte Führung erkämpft hat. Na, das ist natürlich jetzt ganz schwer gegen so eine routinierte Athletin wie Tamura. Das ist diesen Rückstand aufzuholen. Aber jetzt hat die Französin einen guten Griff, weit gepackt im Rücken der Japanerin, die dadurch etwas passiv wirkt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kampfrichter diese Haltung der sechsfachen Weltmeisterin werden. Ja, sie geben ihr eine Bestrafung wegen Inaktivität. Das heißt, die Französin bekommt ein Koka, gut geschrieben, aber ich sehe auch, die Französin ist bestraft worden. Also beide haben eine Strafe wegen Inaktivität bekommen. Es nützt natürlich nichts, wenn man den aktiven Griff hat und dann nicht selber angreift, nicht selber agiert. Und so haben die Kampfrichter auch der Französin eine Strafe gegeben. Ein Hexenkessel hier und das in erster Linie, weil hier sehr viele japanische Fans mitgereist sind. Japan natürlich immer noch das Mutterland und das Mekka des Judo. Und die Kämpferin in Blau, Ryoki Tani, das ist die oder der ganz große Star in Japan, was Frauenjudo angeht. Und sie beweist es hier bislang, ihre Favoritenstellung. Sie führt mit Yuko und Koka. Ganz schwer ist es, diese kleine Japanerin, die nur etwas über 1,50 Meter groß ist, einen tiefen Schwerpunkt hat. Ganz schwer ist es, sie zu werfen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und die Französin hat hier so ihre liebe Mühe mit der Favoritin aus Japan. Da sehen Sie mal, was da für Heerscharen aus Japan nach Athen gereist sind, um hier eine Goldmedaille für ihren Liebling herbeizuschreien und ihre Athletin zu unterstützen. Kampf um den Griff, ganz wichtig, die Japanerin lässt natürlich jetzt gar nichts mehr zu an ihrer Jacke, versucht die Französin schon beim Griffkampf abzuwehren und zu dominieren, um dann, sobald sie selbst den Griff an der Jacke gefunden hat, einzusteigen, so wie sie das in der Anfangsphase gemacht hat. Jetzt wieder der Versuch eines tiefen Serinages. Vielleicht gar nicht mal so ein ernsthafter Versuch, aber auf jeden Fall eine Attacke, die Zeit bringt für die Japanerin. Eine Minute und 41 Sekunden sind noch zu kämpfen.
Was für eine Hektik hier in Athen. Ich glaube nicht, dass die Kämpferinnen wirklich verstehen können, was ihnen da noch zugebrüllt wird von ihren Trainern am Mattenrand. 90 Sekunden sind noch zu kämpfen. Griff ans Bein. Kontermöglichkeit für die Französin, aber da ist die Japanerin, bevor man sie werfen kann, schon auf den Knien. Jetzt die Möglichkeit im Bodenkampf. Da müsste sie sich aus der Umklammerung der Französin befreien. Wie das gelingt, kommt das Trennkommando des Mattenleiters. '92 zum ersten Mal bei Olympia dabei. Also jetzt die vierte Teilnahme und die soll die zweite Goldmedaille bringen. Abtauchtechnik von Yoshine, aber auch damit kann man der klein gewachsenen Japanerin nicht beikommen. Die letzte Minute läuft und sie wird jetzt versuchen, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Lässt sich kaum noch greifen. Da wird es sehr schwer für die Französin. Auch da reklamiert natürlich die französische Ecke. Sie will eine weitere Bestrafung für die agile Japanerin, die aber jetzt wieder aktiv war. Und dann kann man ihr natürlich auch keine Bestrafung wie Inaktivität geben. Aber es sind natürlich jetzt mehr so Scheinattacken, Scheinangriffe, die einfach Zeit bringen sollen. Damit kann sie auch die Französin jetzt nicht mehr ernsthaft gefährden. Aber jetzt guter Griff. Ochigari Innensichel. Vasari, große Wertung. Und jetzt müsste das Ding gelaufen sein zugunsten von Ryoki Tani, der Japanerin, die hier die letzten Sekunden überstehen muss, um ihr zweites Gold in der Judo-Laufbahn zu gewinnen. Goldmedaille für Ryoki Tani aus Japan. Früher unter ihrem Mädchennamen Ryoki Tanura gestartet. Mittlerweile geheiratet Ryoki Tani. Für alle, die sich erst an diesen Namen gewöhnen müssen. Sie also holt sich hier die Goldmedaille im Superleichtgewicht, schlägt die französische Europameisterin Frédéric Yoshine mit Vasari einer großen Wertung und darf sich über Gold freuen. Silber geht an Frédéric Yoshine aus Frankreich und die Bronzemedaille an Julia Matthias aus Osnabrück. Die erste Olympiamedaille für Deutschland also. Und die zweite Bronzemedaille im Judo werden jeweils zwei Bronzemedaillen pro Gewichtsklasse vergeben. Geht an Gao Feng aus China. Aber das hier ist die Siegerin. Der Superstar des Superleichtgewichts. Ryoki Tani aus Japan. Sechsmal Weltmeisterin. Zweimal Gold, einmal Silber bei Olympia. Was für eine Leistung. Einen der ganz Großen in der Judo-Geschichte. Das war der Vasari für die große Innensichel Ochigari. Die Sprache in Judo natürlich Japanisch, das Herkunftsland vom Judo, vom sanften Weg, wie es übersetzt heißt, ist Japan. From Georgia, Nestor